Also, ich sitze im Schrank, höre meinen Track, ja, und ich spreche in mein Handy, in das ich gerade rede, den Text ein. Leben, 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 unser Leben voller Schwung und Tatendrang. Wir leben das Leben, jeder Tag ein neuer Fang. Boah, geil. Leute, ich möchte innerhalb von einer Woche den Sommerhit des Jahres produzieren, aber nicht mit einer Band, sondern mit der Allzweckwaffe für alles grad, der künstlichen Intelligenz. ChatGPT soll mir beim Songwriting helfen und die KI-Musiksoftware Ava beim Komponieren. Und das alles nur mit einem Laptop und einem Handy und in keinem professionellen Musikstudio, sondern einfach im Kleiderschrank, denn hier soll ja die Akustik besser sein. Ich will wissen, macht es überhaupt Bock, einen Song mit einer KI zu schreiben? Wie gut sind die Tools heutzutage wirklich? Also geht mein Track dann als ganz normaler Radiohit bei euch durch? Und wichtige Frage, riskiere ich eventuell eine fette Strafe, weil ich irgendwelche Urheberrechte verletze? Das checke ich für uns aus. So, wir sind jetzt hier im Café, schon geil. Und ich probiere jetzt hier meinen Track zu machen. Für den ganzen Song werde ich nur zwei Tools benutzen. Ava, eine künstliche Intelligenz, die Melodien und Beats komponiert. Und den Chatbot ChatGPT, der mir den Songtext schreiben soll. Instrumente oder Unterstützung von Musikprofis sind verboten. Los geht's mit Ava. Preset Styles. Meine Emotions sind entweder Emotion Calm, Emotion Excited oder Emotion Sad. Ich mache Emotion Excited. Mein Ziel? Ava soll mir einen kompletten Song erstellen. Also alles außer dem Text. Dafür erkläre ich der KI, wie das klingen soll. Pop. Ich mache 2 Minuten bis 2 Minuten 30. Dann Number of Compositions, 5. Create your tracks. Wir werden jetzt 5 Pop-Songs, die so ein bisschen partymäßig sind, zwischen 2 bis 2:30 lang sind, hergestellt. Ich will einen Song, der richtig gute Laune macht. Philipp ist Autor des Films und hört sich die ersten Tracks mit mir an. Bist du ready auch? Wir übernehmen und wir hören uns beide. Okay, ja. Das mit. Hast du Party angegeben? Ich hab Party angegeben. So, das ist natürlich uns ein bisschen zu slow. Das ist Party. Aber das ist Schlager. Aber ich mich freue einfach, dass wir jetzt sowas haben. Das wollten wir ja. Aber das ist ein bisschen was Krasses. Das ist einfach ein Track, den es noch nicht gibt. Aber zufrieden bin ich damit noch nicht. Das geht besser. Ich habe mir vorab Tipps von einem Profi geholt. Hallo. Guten Morgen. Michael Katzelberger beschäftigt sich schon lange mit künstlicher Intelligenz. Er berät Unternehmen und hat selbst schon 3 Alben mit Ava veröffentlicht. Vielleicht gleich an dieser Stelle, du darfst nicht verzweifeln, wenn du am Anfang kein gutes Ergebnis bekommst. Also das ist so eine Sache, man produziert sehr, sehr viele Songs. Im ersten Schritt musst du dich mal dafür entscheiden, welche Art von Lied du machen möchtest. Ich hatte so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Pop und Hip-Hop gedacht. Gut, wir können mal auf Pop gehen. Dann wählt Michael aus, welche Tonhöhe, Geschwindigkeit, Instrumente und Länge er für den Popsong haben will. Hörst du es? Piano? Ja. Okay. Ich kann dieses Ausgangsstück nehmen, ja, hierher klicken und jetzt quasi neu generieren. Das ist das Besondere. Ah, das ist das Geile, ja. Du kannst auch hier auch noch die Emotionen einstellen. Mach mal Happy, mach mal Party, Party, ne, wir wollen Party. Mach mal Party, weil, keine Ahnung, du kannst hier jetzt quasi auch noch das Ensemble erweitern. Das macht das Programm aus, dass hier verrückte Sachen auch rauskommen. Okay, dann machen wir Techno-Ensemble dazu. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier passiert jetzt. Ist egal. Okay, okay, jetzt klicke ich hierher. Ja. Und jetzt übernimmt er da bestimmte Tonlagen und macht quasi Techno-Track drauf. Total verrückt. Das ist sehr witzig. Das ist dann ja eigentlich auch, dass ich dadurch wenig Eigenarbeit bringe, sondern dass eigentlich alles Ava und AI macht, oder? Naja, du hast schon sehr viel Arbeit. Voll, aber dann bin ich weniger irgendwie Musikproduzentin. Du bist Kuratorin. Von, ich bin Kuratorin, ne? Ja, stimmt. Und irgendwie Selektörin. Sehr schön. Ey, vielen, vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt muss ich von meinen 5 Pop-Songs also einen auswählen und Ava dann Feedback dazu geben. Was hält mir hier von dem? Den fühl ich mehr, du nicht? Den fühlst du. Ich finde, das ist sowas, nur das im Hintergrund.
Ich will ja immer ganz schnell, dass du die Melodie merken kannst. Die anderen kannst du dir ja nicht merken. Na, ich kann doch. Soll ich aus dem mal weitermachen? Mhm. Recommended Upbeat Ensemble. G Major machen wir mal draus. Machen wir mal witzig. 5. Jetzt macht ihr mir auf Grundlage von dem, was ich ausgewählt habe, 5 weitere. Der ist zu deprimiert. Ich will ja mehr so, wir sind alle eins, wir haben einen schönen Sommer. Das wird viel Arbeit. Ist so traurig. Das ist auch E Minor. Aber dann? Okay, jetzt haben wir hier noch einen anderen. Das ist wieder ein bisschen bessere Laune. Aber nicht schlecht. Ich bin ja die Kuratorin. Das meinte ja auch Michael. Und ich glaube, jetzt geht es einfach darum, immer mehr zu kreieren. Gerade macht es mir noch Bock. Das ist jetzt einfach die Fleißarbeit, da viel durchzuhören, viel zu generieren. Und wenn ich dann wieder einen Schritt weiter bin, wenn ich was mag, dann komme ich weiter. Guten Morgen. Also ich liege gerade noch im Bett und denke gerade schon über den Track nach. Ich muss halt heute einfach noch viel generieren und ich habe jetzt nicht so krassen Bock, einfach da immer weiter zu klicken. Ich finde, kreativ sein macht auch oft zusammen Spaß, also mit Menschen. Zum Beispiel mit Helene von der News WG, mit der ich gerne mal ein bisschen Mucke mache. Mit einer KI macht es halt nicht so viel Bock. Naja, heute will ich meinen Songtext schreiben und einsingen. Und zwar in dem alten Kleiderschrank. Dafür muss aber erstmal der richtige Sommertrack her. Von dem mache ich noch ein paar. Von dem ein, diesem. Ich wähle Lo-Fi Ensemble, Stimmung Party und eine Länge von 2 Minuten. Are you ready, guys, to listen my new track? Oh, we like? Oh, vielleicht könnte das der werden. Oh, ich mag den. Ich finde den geil. Den finde ich ein bisschen schöner. Den sehe ich auch so wirklich Sommer, Nachmittag, so eine Gruppe. Man hört den und man freut sich irgendwie. Geil, endlich ist der scheiß Winter vorbei. Jetzt bin ich on fire. Kriegt die KI diesen Song noch besser hin? New Composition, Lo-Fi Ensemble. Und dann habe ich so, und jetzt 1,30 und dann mache ich mir nochmal 5 komponieren. Nee, das ist es nicht. Ich glaube, man wird manchmal vielleicht auch so zu durstig, weil ich könnte ja jetzt hier gerade immer mehr machen. Ich glaube, ich würde mit dem arbeiten, Philipp, dass wir den nehmen und ich gleich bei ChatGPT reingehe. Geschafft! Ich habe meinen Track gefunden. Aber wie hat die KI das jetzt gemacht? Ava wurde mit rund 30.000 Rhythmen, Akkordabfolgen und Instrumentklängen gefüttert. Die sind laut Hersteller nicht urheberrechtlich geschützt. Die KI hat diese Daten analysiert und daraus gelernt. Das heißt, die KI erkennt, wie Notenabfolgen aussehen und Instrumente klingen müssen, damit sich ein Stück richtig gut anhört. Natürlich können das auch andere KI-Musiktools, zum Beispiel Boomy, SoundRaw oder Jukebox von OpenAI. Hallo, my love. Bei meinem nächsten Schritt hilft mir ein alter Bekannter. Ich brauche dich für eine spezielle Aufgabe. ChatGPT soll meinen Songtext schreiben. Ich habe ja schon mal eine Puls-Reportage zum Thema, schaffe ich meine Bachelorarbeit noch mal mit ChatGPT zu schreiben. Und da habe ich vom KI-Experten gelernt, dass man ChatGPT ganz genaue Anweisungen geben muss. Und das werde ich jetzt tun. Also ich werde nicht einfach nur so random schreiben, sagen, schreib mir einen Songtext, sondern ich werde jetzt so Ansagen machen wie, es soll fröhlich klingen, es muss catchy sein. Der Song soll einen ähnlichen Vibe haben wie der Song Willst du mit mir Drogen nehmen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Welche speziellen Elemente oder Texte möchtest du in deinem Songtext haben? Das Lied soll ein Gefühl von Zusammenhalt, Fröhlichkeit, Sommer und in Anführungsstrichen die Welt ist gut vermitteln. Kannst du mir daraus einen deutschen Songtext machen, mit dem ich viral gehe? Und schon kommt der erste Vorschlag.
Wir sind zusammen, das Leben ist gut, Sonne im Gesicht, die Welt ist voller Blüte. Jeder Tag ist ein Abenteuer, wir lassen es fließen, alles ist möglich, wir sind nicht zu stoppen. Wir sind eins, wir sind stark, egal was passiert, wir geben niemals auf. Die Welt ist unsere Bühne, wir tanzen in der Nacht. Boah, ist viel zu lang. Okay, also er hat gecheckt, was ich will, es klingt halt super cringe. Also schreibe ich ChatGPT, was ich nicht mag und behalte die Zeilen, die mir gefallen. Die sollen sich aber reimen. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein bisschen Eigenleistung, ne? Also, dass ich, KI gibt mir was und ich ziehe mir daraus, was ich mag und mache genauere Ansagen. So, mal sehen. Wie ein Sommerregen erfrischen wir den Raum. Freiheit in uns drin, der Spielplatz wird zum Traum. Also, ich finde die Texte einfach unangenehm. Ich finde die nicht geil, die sind sehr flach. Was ist wie so maschinell, wird mir hier irgendwas hingeklatscht. Ich finde, man kann sich da einzelne Sachen rausnehmen, aber es ist immer noch nicht so, dass ich es richtig gut finde. Ich muss viel mehr Arbeit reinstecken, als ich dachte. Und manchmal leistet sich ChatGPT echte Fails. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Sag es jetzt, bevor es das Schicksal wegfegt. Also ich habe ChatGPT jetzt gefragt, was sich auf vielleicht reimt. Und es sagt einfach Efeu, Bleistift, Reis, Wein, Eichhörnchen. Das reimt sich doch nicht. Ich kopiere mir da halt immer so ein bisschen was raus. Ne? Also ich mache so Copy-Paste, dann denke ich mir was aus, dann nutze ich wieder ein paar Worte. Und so langsam entstehen endlich Lyrics, die mir ganz gut gefallen. Unser Leben voller Schwung und Tatendrang. Wir leben das Leben neben mir, neben neuer Fang. Früher gab's noch Lachsfilet im gerollten Sashimi. Heute wollen wir einfach nur einen Espresso-Martini. Okay, dann singe ich es jetzt noch einmal so und dann würde ich anfangen, hier hinten ist ein Kleiderschrank, den Track einzusingen. Im Schrank, weil die Klamotten den Raumschall schlucken sollen. Paar mehr Kleider wären hier natürlich besser gewesen. Handtuch über dem Kopf ginge auch. Ob die Aufnahmequalität so gut genug ist? Also, ich sitze im Schrank, hör meinen Track, ja, und ich spreche in mein Handy, in das ich gerade rede, den Text ein. Leben, 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 unser Leben voller Schwung und Tatendrang. Wir leben das Leben, jeder Tag ein neuer Fang. Boah, geil. Boah, jetzt kommt mein Lieblings, das ist meine Lieblings jetzt. Früher gab's noch Lachsfilet im gerollten Sashimi. Heute wollen wir einfach nur einen nice Martini. Jetzt muss ich mein Aufgenommenes mit dem Song in GarageBand zusammenfügen und dann einen Track draus machen. Das Programm hat mir Michael empfohlen, von dem ich auch die Ava-Tipps habe. Ich habe noch nie mit GarageBand gearbeitet. Also wenn ich es jetzt hinkriege, dann kriegt ihr es auch in Buch. GarageBand ist ein relativ einfaches Audioschnittprogramm von Apple. Damit mache ich nur die Basics, also mein eingesungenes über den Track von Ava legen. Mal gucken, ob da noch was fehlt oder wie auch immer. Go. Womit ich ein bisschen unzufrieden bin, ist, dass die Lautstärke und Intensität, wie ich es eingesungen habe, halt unterschiedlich ist, weil ich habe es ja mit dem Handy hier reingemacht. Ich glaube, wenn man es so hört, denkt man, geiler Track, aber oh, der ist noch nicht ganz fertig. Also manchmal bin ich viel lauter als leiser. Ich glaube, da bedarf es nochmal so einer Mischung. So, letzte Moritz, Kollege von mir, mit dem ich nicht täglich arbeite, aber er ist auch vom BR und er hat Ahnung von Musikproduktion. Die Sache ist jetzt die, ich finde es einen kleinen Regelbruch, dass ich jetzt das nicht nur mit der KI so hinbekomme und die mir das auch perfekt angleicht und mischt. Du sollst mir gar nicht krass was mischen, sondern einfach nur so einfach angleichen, dass es wie ein smoother Song klingt. Okay. Okay. Und wie hört sich's gerade an? Das zeige ich dir jetzt. Are you ready? Bisschen peinlich findest du es manchmal schon und dann finde ich es wieder geil. Heute wollen wir einfach nur einen nice Martini. Unsere Zug und Biene, ein weißes Blatt mit Energie und Glück, das Leben ist ein Spielplatz. Leben, Leben, Leben. Ich weiß den Text schon. Ja, der ist ja auch nicht so schwer. Rat mal, wie der Track heißt. Leben. Aber ich glaube, du kannst mit ein paar Kleinigkeiten den irgendwie so auf ein bisschen anderes Level irgendwie hochpushen. Also einmal die Lautstärke angleichen, dass alles gleich laut ist. Ja. Dann ein bisschen Hall drauf, dass es so ein bisschen nach was klingt. Und ein bisschen die Stimme ein bisschen klarer klingen lassen. Gut. Moritz macht das alles mit GarageBand, inklusive Autotune, damit ich die Töne auch treffe. Unsere Zukunft wie ein weißes Blatt mit Energie und Glück, das Leben ist ein Spielplatz, nicht selbst uns zu. Zum Vergleich, so klang der Song vor Moritz. Früher gab's noch Lachsfilet im gerollten Sashimi, heute wollen wir einfach nur einen nice Martini.
Und so jetzt. Früher gab's noch Lachs, viel Leben, gerollten Sashimi. Heute wollen wir einfach nur einen nice Martini. Papa, thank you a lot. So schnell geht's. Nur damit ihr es wisst, wir saßen jetzt 20 Minuten hier zusammen dran. Du hast da so ein bisschen rumgehext und es klingt jetzt wie ein richtiger Track und nicht, dass man sich denkt, was hat die da zusammengebastelt. Damit geht's jetzt aber nochmal zum Juristen, weil der wird mir überhaupt sagen, ob ich die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, veröffentlichen darf. Und er kann mir auch jetzt hier die ganze Nummer nehmen. Ich hoffe natürlich nicht. Drückt mir die Daumen. Bis gleich. Ich treffe jetzt Urheberrechtsanwalt Tim Eller in seiner Kanzlei in München. Ja. Hi Nadine Haddad, freut mich. Hi. Lass uns vielleicht mal mein Stück angucken, ob du jetzt, wenn du es jetzt so hast, glaubst, dass ich da irgendwie gefährdet bin juristisch. Wenn ich hier gehe, dann hörst du nur noch den Track, ne? Ja, absolut. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dir gratulieren soll oder der KI. Eine Mischung. Ich glaube, ja, ich glaube uns beiden. Okay. Woher weiß ich, dass ich, wenn ich ein Musikprogramm benutze, wie zum Beispiel Ava in meinem Fall, dass ich die Rechte Dritter nicht verletze? Wenn du natürlich eine neue Schöpfung hast, aus deiner Sicht eine neue Schöpfung, die zufällig aber möglicherweise auch tatsächlich dann bestehende Songs wiedergibt in Passagen, das reicht ja auch nur eine kurze Sequenz im Grunde genommen, dann geht der Streit los. Ist das jetzt irgendwo eine Verletzung oder ist das nochmal eine eigene Schöpfung? Gibt es sowas wie einen eine Plagiatssoftware, wo ihr einen Track reinjagen könnt und der sagt euch, okay, da wurden urheberrechtliche Verstöße vorgenommen? Also es gibt meines Wissens seit über 15 Jahren den Ansatz, dass man sowas entwickelt. Aber die letztgültige Bewertung, ob ein Rechtsverstoß bei einem neuen, vermeintlich neuen Musikstück vorliegt, das wird die KI heutzutage aus meiner Sicht noch nicht leisten können. Da müssen JuristInnen und MusikwissenschaftlerInnen im Einzelfall genau prüfen. Aber welche Strafe droht mir jetzt eigentlich, wenn ich die Urheberrechte von anderen verletze? Das wären dann eher so Unterlassungsansprüche oder du wirst halt verklagt auf eine Zahlung zum Beispiel, du kommst dann in die Haftung, aber das ist keine strafrechtliche Haft. Aber ich will ja trotzdem nicht auf 100.000 verklagt werden und ihr wahrscheinlich auch nicht, weil das ist natürlich viel Geld. Ne? Abhängig vom Portemonnaie ist das die Frage, wie entspannt das dann ist. Genau. Am Ende. Ja, also. Ich habe mir übrigens die Pro-Version von Ava für monatlich 58 Euro gekauft. Damit habe ich laut Ava die Urheberrechte an meinen Songs. Hilft das? Also im Grunde genommen musst du auch auf die Lizenzvereinbarung gucken. Man muss dir vorstellen, du hast jetzt dein Musikstück und jetzt kommt jemand um die Ecke und sagt, das verstößt hier gegen meine Rechte im Grunde. Und dann würdest du natürlich sagen, ja Moment mal, ich war es doch gar nicht, es war die KI. Dann werden die aber sagen, naja, aber du hast ja den Haftungsausschluss damals unterzeichnet. Ganz schön krass. Ava weist in den AGBs jegliche Verantwortung von sich. Sie verstehen, dass sie alle Risiken, die mit ihrer Nutzung der Dienste verbunden sind, tragen müssen. Ich bin auf mich gestellt. Aber für mich ist es unmöglich zu überprüfen, ob Teile meines Songs geklaut sind. Ja, der Jurist sagt dann ja immer gerne, na, es kommt drauf an. Und genau. Leider ist es aber auch so. Ob mir was passieren kann, weiß ich nicht. Weiß ich aber auch nicht, wenn ich das ohne KI verwendet hätte. Das ist also eine Grauzone. Ich fühle mich aber safe genug, um weiterzumachen. Jetzt ist der Moment gekommen. Wie finden die Leute auf der Straße meinen Track? Leben, Leben, Leben. Wir machen es jetzt aber so, dass nicht ich diesen Track vorspiele, sondern der liebe Philipp, Autor des Films, weil vielleicht erkennen mich ein paar von der Puls-Reportage und wissen, was hat die schon wieder für einen verrückten Selbstversuch vor. Ich verstecke mich hinter der Kamera, du machst die Interviews und ich platze da mal so rein. Ready, steady, go! Mein Ziel war es ja, dass die Leute wirklich glauben, dass mein Song von einer Newcomerin ist und so auch im Radio laufen könnte. Oh Gott, die werden mich fertig machen. Ich spiele den Song vor, du sagst mir deine Meinung, ganz ehrlich. Okay. Ich will es privat nicht hören. Das ist definitiv nicht mein Musikgeschmack. Ja, Musik ist Geschmackssache, würde ich sagen. Also meins trifft es jetzt nicht. Schon der Anfang. Dieses hier Leben, Leben, Leben. Und dann. Also wenn der im Radio läuft, glaube ich, würde ich nicht wegklicken. Schon mal ein schöner Beat. Ist der schon draußen? Ja, er kommt jetzt sozusagen raus. Was findest du daran so schön? Was sie sagen, ihre Stimme auch, dass man sich so hineinversetzen kann. Hi. So, Auflösung. Ich habe den Text, ich habe den Song gemacht. Zusammen, ja, zusammen mit einer künstlichen Intelligenz. Ich finde AI allgemein in Kunst super scheiße, weil das alles stiehlt, was irgendwie Menschen mit Kunst verbindet. So. Verstehe ich komplett. Okay. Ich habe geguckt, inwieweit ich mit einer KI einen Track machen kann. Dann ist bestimmt nur das, was mir nicht gefällt. Genau. Das ist von der KI. Ballert der Text für dich immer noch, wenn du weißt, dass er teilweise von der KI kommt? Nicht so. Oh Mann! Ist deine Stimme? Ja, meine Stimme.
Ja, das ist dann schon schön. Also fällt dir nicht auf, dass du denkst, nee, so, boah, nee, okay. Gar nicht tatsächlich. Wenn ihr sagt, es hört sich an wie ein Radiosong, habe ich eigentlich alles erfüllt, weil ich probiert habe, als Laie mit einer KI einen Track zu machen. Mein Fazit ist, man kriegt einen Song mit der KI hin, man muss aber Eigenleistung bringen. Auf der einen Seite finde ich es mega geil, dass eigentlich niemand auf der Straße raushören konnte, dass ich den Song mit einer KI gemacht habe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen schade, weil Musik ist ein Kunstwerk und ich finde, man sollte auch KünstlerInnen dafür Credits geben, dass sie ihre Musik selber machen. Ich finde es aber trotzdem eine gute Alternative, wenn man nicht so viel Cash hat und trotzdem irgendwie Hilfe beim Producen braucht oder beim Songwriting. Wenn ihr keine Puls-Reportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn ihr das Musikvideo zu meinem Track sehen wollt und auch in voller Länge hören wollt, dann klickt hier. Und hier habe ich mal probiert, meine Bachelorarbeit nochmal mit ChatGPT zu schreiben, ob und wie das geklappt hat. Seht ihr hier. Und jetzt nochmal unseren Check. Früher gab's noch Lappi-Lebe.